Wenn auch ihr den kleinen Kobold Pumuckl nicht sehen könnt, er kann euch recht gut sehen. Und zwar sieht er einige von euch des Öfteren, wenn sie von der Schule kommen oder in die Schule gehen. Natürlich hat er auch irgendwann schon das Wort Schule gehört, aber so ein Kobold kann sich gar nichts darunter vorstellen. Und von den Dingen, die die Kinder über die Schule reden, versteht er überhaupt nichts. Er kommt sich ganz dumm dabei vor. Und darum wollte der kleine Kobold der Sache einmal auf den Grund gehen. So begann er eines Tages, den Meister Eder zu fragen. Ja? Ich muss dich eine ganz wichtige Frage fragen. Also so wichtig. Also wenn es so wichtig ist, ja. Was ist denn los? Sage mir bitte, was ist eigentlich eine Schule? Was eine Schule ist? Ja, eine Schule. Naja, eine Schule ist... Hast du das große Haus gesehen? Weiß gegenüber von der Wirtschaft, wo ich mein Bier hol. Das große Gelbe mit den vielen Fenstern. Ja, das habe ich gesehen. Das ist eine Schule. Das ist eine Schule? Ja, eine Volksschule. Da müssen alle Kinder reingehen, damit sie was lernen. Ah, und wie macht man das Lernen? Spaziert man das also einfach so herum in dem Haus und dann lernt man das einfach lernen? Nein, nicht herumspazieren. In dem Haus sind viele Zimmer und in jedem Zimmer sind Bänke und Tische, an denen sitzen Kinder und vorn ist ein Pult. Da sitzt der Lehrer und der Lehrer bringt den Kindern was bei. Ja, aha. Und was bringt er bei? Ja, mei, halt's Lesen und Schreiben und Rechnen und was man heute als Mensch alles können muss. Und ein Lehrer, das ist auch ein Mensch? Freilich. Und ein Gescheiter noch dazu. Noch dazu? Zu was denn noch? Ja, dazu, dass er noch nett ist zu den Kindern und auf sie aufpasst und überhaupt. Also, ich bin gern in die Schule gegangen. Ich möchte auch gern hingehen. Du? Ja. Nein. Das ist doch nichts für einen Kobold. Wieso? Weißt du, in der Schule, da darf man keinen Unsinn machen. Da muss man still sitzen und aufpassen und ja, das kannst du nicht. Jetzt pass mal auf. Schau mal, wie still ich sitzen kann. So still. Ja, so ja, still. Aber nicht lang. Das ist ja jetzt schon ganz sehr lange. Und außerdem sieht mich ja keiner, wenn ich mich bewege. Weißt du, ich bin ja unsichtbar. Nein. Doch. Und dann kommst du plötzlich auf dumme Einfälle und machst den Mords durcheinander. Nein, nein. Sowas kann man in einer Schule nicht brauchen. Eine Schule ist eine ganz ernste Sache. Und ich bin ein ganz ernster Kobold. Ach, jawohl. Schau mal, wie ernst ich sein kann. Ich kann sogar ein Gedicht mit Ernst machen. So. Ja, pass mal auf. Ja. Ich muss einen Moment nachdenken. Jetzt weiß ich's. Ja. Wenn du lernst, bist du ernst. Und entfernst du den Ernst, bleibst du dumm. Bumm. Komm. Das ist ein sehr, sehr ernstes Gedicht, nicht wahr? Ja, nicht schlecht. Ah. Trotzdem ist, glaube ich, besser, du bleibst daheim. Für einen Kobold bist du gescheit genug. Nein, ich will aber lernen. Geh zu. Dann müsstest du ja jeden Tag in die Schule gehen und jeden Tag Hausaufgaben machen und eine Tafel musst haben und ein Heft. Das ist ja alles größer als du bist. Das kannst du nicht einmal tragen. Der Pumuckl kann alles, was er will. Nein. Der Pumuckl kann Leute ärgern, ja, Sachen werfen, ja, das Dichten weiß ich. Singen und auch Bücher tragen. Jawohl, das kann der Pumuckl. Soll ich mal alles, was hier auf dem Tisch liegt, einfach wegtragen? Um Himmels Willen, lass es stehen. Wieso? Außerdem geht's nicht darum, dass man ein Heft tragen kann, sondern dass man drin schreiben und zeichnen kann. Das kann ich doch. Ich kann doch zeichnen. Ich kann ein Segelschiff zeichnen. Mit 5 Strichen kann ich das. Jawohl. Ich werde dir gleich hier eins an die Wand zeichnen. Ein wunderschönes... Gibst du nicht gleich den Bleistift her? Nein, den gebe ich nicht her. Doch. Ich gehe damit in die Schule. Ich weiß jetzt, was ich tue. Ich gehe in die Schule. Und schon war er mit einem Riesensatz zum Fenster hinausgesprungen. Den Bleistift hat er allerdings dabei verloren, aber das war ihm jetzt egal. Er rannte schnurstracks in das große Schulhaus. Da war gerade überall Unterricht, so dass es ziemlich still in den Gängen war. Ui, das ist aber alles sehr groß. Große Treppen, große Gänge, große Türen. Ja. Wie es hier riecht. Uah, komisch. Und so viele Türen. Und alle zu. Ob die Kinder hinter den Türen sind? Wie komme ich da bloß rein? Oh,
Ich muss einfach warten, bis einer aufgeht. Ja, da höre ich was. Mal ganz nah an die Türe hingehen und horchen. Hans, was ist denn? Ich muss raus, Herr Lehrer. Immer diese Unterbrechungen. Na, dann geh schon. Danke. Weiter. Die treu an einem goldenen Strick. Ticken, ticken, tick, tick, tick. Gut. Von was für einer Uhr war jetzt in das der ersten Strophe so die Rede? Von der Taschenuhr. Schon richtig. Und dass die Uhr klein ist, hört man auch an dem Tickel-Tick-Tick. Beim Wecker heißt es Teckel-Teckel-Teck-Teck und so weiter. Kann jetzt jemand schon die erste Strophe auswendig sagen? Ja, ich kann's, Herr Lehrer. Also, probier's, Fritz. Tickel-Tickel-Tick-Tick-Tick, bin klein und hab doch viel Geschick. Ich knirps und hasche Lilliput, bin lange, lang noch nicht. Auf dem Psst, nicht vorsagen, Gerhard. Ich hab nicht vorgesagt. Wenn du schon so gut weißt, dann sag's weiter. Bin lange, lang noch nicht kaputt, dien treu an einem goldenen Strick. Tickel, tickel, tick, tick, tick. Tick, tick. Nein, das waren zwei Tick zu viel. Ich hab aber gar nicht zwei zu viel gesagt. Ruhe. Ich hab das Gefühl, ihr seid heute recht albern, ja? Weiter zur nächsten Strophe. Die handelt von einem Wecker. Peter, lies sie vor. Teckel, teckel, teck, teck, teck. Willst du, dass ich dich morgen weck? Dann stell den Zeiger auf das Eck. Aber Kinder! Weiter, Peter. Stör deinen Schlummer dreist und keck. Teckel, teckel. Deckel, weck. Ruhe! Jetzt wird's mir aber zu dumm. Wer ist denn das immer, der diese Bemerkungen macht? Natürlich. Keiner. Also, wenn's keiner war, dann waren's alle und das schreiben alle das Gedicht bis morgen zweimal ab. Oh! Ganz einfach, nicht wahr? Aber Herr Lehrer, wir haben noch... So, jetzt ist sowieso Pause. Hinaus mit euch, die Gesellschaft. Ist der Pummel schon eine halbe Stunde weg. Der wird doch nicht in der Schule bleiben. Mei, hoffentlich stellt er nicht zu viel an. Oh. Ja. Teckel, teckel, teck, teck, teck. Willst du, dass ich dich morgen weck? Ja, mei, da bist du ja wieder. Ja. Da bin ich froh. Ja, es ist nämlich Pause. Und Pause ist. Ja. Und da bin ich heimgegangen. Das ist sehr schön in der Schule. Die machen lauter Reime wie der Pumuckl. Ja, so schöne Reime. Mm. Ja, ja. Und wenn ich, also wenn Ihnen kein Reim einfällt, ja, weißt du, dann machen Sie eben einfach selber Worte. Also ja, richtig Worterfindungen. Zum Beispiel so. Also Geschick, tick, 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 tick. Das ist ganz einfach, weißt du. Also kommt daher ein dicker Mensch, reim ich, pinche, panche, pench. Das ist doch sehr schön. Na, ich weiß nicht. Vielleicht hast du was falsch verstanden. Nein, nein, gar nicht. Aber ich weiß, was ich falsch mache. So? Man muss ein Gedicht mit so einer Stimme sagen. Wie, das muss man? Bin lange, lang noch nicht kaputt. Diene treu dir auf dem Schut. Oh, oh, oh. Ja, rate mal, von was für einer Uhr war jetzt die Rede? Ach, von einer Uhr war überhaupt nicht die Rede. Das habe ich gelernt. Edge, ich was? Weiß noch nicht mehr als du. Von einer Taschenuhr war die Rede. Hör noch mal genau zu. Ja, mal. Ich gebe Obacht. Teckel, teckel, teck, teck, teck. Willst du, dass ich dich morgen weg. Okay. Ja, das handelt von einem Wecker. So. Ja, von einem Wecker, okay, weil es Teckel, Teckel, Teck, Teck, Teck heißt. Ist doch fein, was? Ach so, ein ja, Schmarrn. Ja. Das stimmt ganz bestimmt nicht. Doch, das stimmt alles. Ah. Ich bin eben etwas gescheiter als du. Aber ich muss jetzt leider wieder weiterlernen. Das heißt, Gott sei Dank, die Pause ist vorbei. Lieber Eder, lebe wohl. Sole, sole. Sol, sol, sol. Hey, hey, Pumuckl. Pumuckl. Sol, sol, sol.
Weg war er. Und diesmal hat er es einfacher gehabt, weil die Pause gerade zu Ende war und die Kinder in die Schulzimmer geströmt sind. Diesmal ist er in eine Klasse geraten, die Erdkundeunterricht gehabt hat. So, geht schön auf eure Plätze. Die Pause ist vorbei. So, komm. Na, setz dich. So, wovon haben wir denn das letzte Mal in Erdkunde gesprochen, Otto? Wir haben von den bayerischen Seen. Von den bayerischen Seen haben wir gesprochen. Na, dann erzähl mir mal ein bisschen was. Es gibt große Seen. Große Vorlandseen und kleine Alpenrandseen. Große Vorlandseen und kleine Alpenrandseen. Sie liegen in einer Moränenhügellandschaft. Sie liegen in einer Moränenhügellandschaft. Und woher kommen die Moränenhügel? Von den eiszeitlichen Alpengletschern. Von den eiszeitlichen Alpengletschern. Was ist denn jetzt schon wieder los, Maxl? Ich weiß nicht, das Buch ist ganz von allein runtergefallen. Ja, alles passiert ganz von allein. Mensch, jetzt kann ich denn immer eins haben. Bleib nur gleich stehen, Maxl, und zähl mir die 5 bayerischen Alpenseen auf. Unsere Alpenrandseen heißen Kochelsee und Königssee. Na, ein bisschen schneller. Königssee und Badewannensee. Psst, nicht einsagen. Ja, und Wannensee. Wie bitte? Du meinst wohl den Walchensee. Ja, den Walchensee. Weiter? Kochelsee, Königssee, Walchensee. Edersee. Edersee. Tegernsee, mein lieber Maxl. Also wenn du schon nichts weißt und nur auf das horchst, was man dir einsagt, dann wasch dir wenigstens die Ohren und sag es richtig nach. Nicht mal unsere 5 Alpenrandseen zu wissen, ist eine Schande. Setzen. Uli, sag du's. Herr Lehrer, Kochelsee, Königssee, Walchensee, Tegernsee. Ist das langweilig. Da gehe ich lieber wieder heim. Was war jetzt das? Also ich muss euch schon sagen, meine Geduld hat auch ihre Grenzen. Wenn noch einmal jemand einen solchen Unsinn sagt, schreibt er die ganzen Seen 100-mal ab. Meister Eder, da bin ich wieder. Was hast denn? Ach, ist das Lernen anstrengend. Da muss man ja gleich gähnen. Da ist ja auch ein Blödsinn, dass du in die Schule gehst. Jetzt bleibst du daheim, lernst ja doch nichts. Was? Ich lerne viel, sehr viel. Ach, was denn schon? Nachsagen und Einsagen und Vorsagen. Ja, das darf man doch nicht. Nachsagen, Vorsagen, Einsagen. Was heißt nicht dürfen? Das muss man. Wenn man in der Schule was gefragt wird, dann muss ein ganz anderer, also einer, der woanders ist, der muss dann also flüstern. Also zum Beispiel Mooren, Lähnen, Hügel, Landschaft. Und der flüstert, darf dabei in ein Buch schauen. Aber geht, das ist doch... Nur leider ist denen das Buch dabei also ganz von allein sozusagen... So, heruntergefallen. Ja, das heißt, dass du es runtergeschmissen hast. Ja, aber doch nur ganz nebenbei. Ja, was heißt nebenbei? In der Hauptsache habe ich richtig vorgesagt und der Maxl hat es auch fast richtig nachgesagt. Aber der Lehrer. Was ist mit dem Lehrer? Alles hat alles falsch verstanden. Wieso? Also das verstehe ich nicht. Ich habe vorgesagt Badewannensee. Ja. Der Maxl hat nachgesagt Wannensee. Und der Lehrer, der hat Walchensee gemeint. Ach, aber geh. Ist das dumm? Ja, das ist wirklich aber, dumm. Aber nachsagen, ja. Das war sehr Feines. Also gib acht. Ich sag jetzt dir immer was vor und du musst das bloß nachsagen. Na. Ganz leise sag ich das vor. Wir haben 5 eiszeitliche Alpengewächser und sehen viele Randseen in der gähnen Landschaft. Na, so einen Schmarrn sag ich nicht. Das ist kein Schmarrn! Das ist Schule! Das ist Lernen! Aber geh zu! Jawohl! Wenn du sowas lernst, dann kannst du gleich daheim bleiben. Ich bleib aber nicht daheim! Jetzt erst recht nicht! Aber ich werde jetzt gleich noch 1000 Sachen zum dir vorsagen lernen. Jawohl! Ich werde so gescheit, dass du ganz dumm bist. Jetzt hör auf! Halt!
Halt! Ich hab doch gedacht, dass du schlafen willst statt lernen. Na sowas. Jetzt ist er schon wieder fort. Das wird ja sauber, wenn das so weitergeht. Der Pumuckl ist wirklich noch mal in die Schule. Direkt zwischen den Füßen vom Lehrer ist er mit ins Schulzimmer gekommen. Jetzt hatte die Klasse gerade Zeichenunterricht. Also, ihr zeichnet jetzt diese Schilfkolben und die Schilfblätter ab. Schaut euch genau die Überschneidungen an. Und nicht so viel schraffieren und schattieren. Einfache, saubere, klare Linien. Ui! Na, so schwer ist es nicht, dass man gleich in ein Ui ausbrechen muss. Aber plagen muss man sich ein bisschen. Jawohl. Und ich bitte mir völlige Ruhe aus. Ich muss nur schnell aufs Direktorat. Gerhard, du bist mir für das Benehmen der Klasse verantwortlich. Ja, Herr Lehrer. Also, seid schön brav. Kragst schwer an deiner Verantwortung, Gerhard. Geh, seid still und zeichnet's. Magst mein Schilfkolben nicht mitzeichnen, Gerhard? Mein Auge! Mein Auge! Mein Auge! Da drüben ist ein Kaminkehrer. Hui! Mein Schaffierer! Hui! Viel schönes weißes Papier. Viel schöne Bleistifte. Und gar keine Schilfe. Hilfe! Keine Schilfe! Das reimt sich. Da muss doch der Pumuckl brav sein und zeichnen. Aber keine Schilfe, sondern Schiffe muss er zeichnen. Jawohl, mit einem spitzen Bleistift. Geht's doch wieder auf die Plätze, wenn der Lehrer reinkommt. Hier ein Schiff hinmalen, oh, das kann ich fein. Hier das Deck und hier das Heck. So, und auf das Papier noch eins. Wer hat denn noch einen Kaugummi für euch? Da hast du einen, aber lass dich nicht mehr dran erwischen. Ach, oh Mutter, jetzt nachher packen mich unter die Arme von mir. Und noch ein Schiff. Hier ein Heck. Und hier ein Deck. Achtung, der Lehrer kommt. Wer hat denn so auf ein Bladerung geschmiert? Wir haben ein Schiff da eben mal. Bei mir ist auch ein Schiff. Bei mir auch. Bei mir auch. Und wir sind auch hier. Was ist denn da herin los? Herr Lehrer, ich kann nichts dafür, aber auf unsere Blätter sind plötzlich lauter Schiffe hingeschmiert. Kann man euch keine 5 Minuten allein lassen? Die Schiffe waren drauf, wie hinzaubert. Lass mal sehen. Richtige Schmiererei. Wie alt seid ihr eigentlich? Wer hat das gemacht? Ein richtig kindisches Geschmier, wie es nur Dummköpfe machen. Ich will gar nicht wissen, wer es war. Aber der Zeichner soll sich merken, dass sein Segelschiff ganz anders aussieht. Wahrscheinlich hat der arme Kerl in seinem Leben noch keins gesehen. Bedauere diesen dummen Tropf. So, und jetzt macht weiter. Werft die albernen Zeichnungen in den Papierkorb. So, und zur Strafe darf 2 Stunden lang überhaupt kein Wort mehr geredet werden. Hans, was kaust du da? Ich habe noch von der Pause... Kaugummi. Während des Unterrichts. Also, in den Papierkorb damit. Das Geschmier und das Gebappers gut zusammen. Ich bin kein dummer Tropf und auch kein dummer Kopf. Ich bin gescheit. Jawohl! Der Lehrer ist dumm. Nur der Lehrer ist dumm. Dem werde ich's aber zeigen. Ich hole die Zeichnungen wieder aus dem Papierkorb. Ich werf den ganzen Papierkorb um. Jawohl! Meine schönen Schiffe. Herr Lehrer, da raschelt was im Papierkorb. Ruhe. Da ist ein Maßband. Ja, wollt ihr gleich ruhig sein? Zusammengeknittertes Papier raschelt oft allein. Ich klebe an was. Ui, ui, ich klebe an was Menschlichem. Und wenn ich an was Menschlichem klebe, dann sieht man mich. Und wenn mich einer sieht, dann muss ich in der Schule bleiben. Geh weg, du zähes, klebriges Ding. Weg. Was war das? Der Papierkorb wackelt. Ich will nicht hier bleiben. Weg. Gott sei Dank, ich bin weg. Fort jetzt. Ganz schnell fort. Papierkorb. Ruhig sein. Das führt euch doch nicht so hysterisch auf. Ihr werdet ihn schon so windschief hingestellt haben. Da, gar nichts ist drin. Weder eine Maus,
noch sonst was. Wir haben es auf der Schwede. Ruhe jetzt! Da bin ich wieder. Ja? Ja, da bin ich wieder. Und ich gehe kein bisschen mehr weg. Aber du bist ja ganz auseinander. Ja, was war denn los, um Himmels Willen? Es war eigentlich war gar nichts los. Ja, und? Im Gegenteil, es war überhaupt nichts los, sondern ich war festgepappt. Ja, mei, hat dich jemand gesehen? Es war so viel Papier um mich, dass mich niemand hat sehen können. Bin ich froh. Ist das in der Schule passiert? Ja, im Papierkorb. Was, im Papierkorb? Ja, da war ein Kaugummi. Ja, und? Ja, ein Kaugummi unter meinen Schiffen. Aha. Also, wenn es wenigstens ein anständiger Kautabak gewesen wäre. Ja, aber das verstehe ich nicht. Ein Klabautermann ist ja Kautabak etwas ganz Besonderes. Aber alle Kinder haben Schilfe gemalt. Was haben sie gemalt? Schilfe gemalt. Und ich habe Schiffe gemalt. Schiffe habe ich gemalt. Ja, und überhaupt, ich gehe nie mehr in die Schule. Das ist gut. Der Lehrer, der weiß ja überhaupt nicht, wie ein Schiff aussieht. Aber geh. Jawohl. Wahrscheinlich hat er überhaupt noch nie in seinem Leben ein Schiff gesehen. Aber nur Schilf, aber nie ein Schiff. Jawohl. Ich bedauere diesen dummen Dings. Wie heißt das? Die Tropf. Jawohl. In den Papierkorb mit ihm. Jawohl. Ja, in aber. In den Papierkorb. Und noch etwas. Niemand hat gerechnet und niemand hat geschrieben. Und überhaupt kann ich das alles, was die können, schon längst vorsagen kann ich und nachsagen kann ich und zeichnen kann ich und dichten kann ich natürlich auch. Ui, ja, das ui, weiß ich. Ui, sei still, stör mich nicht. Ich werde jetzt dichten. Jawohl, ich werde jetzt ein Schulgedicht. Ach, das kannst du doch nicht. Wie es die Kinder in der Schule dichten, also lernen, das werde ich jetzt vordichten. Aber pass mal auf, aber ganz still sein. Ich muss jetzt einen Moment nachdenken. Also jetzt mal. Also denk nach. Ja. Spule, Spule, Spul, 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 ich geh nicht mehr in die Schule. Ich bleib lieber hier daheim, klebe lieber an dem Leim, schau dem Eder immer zu, Ruhe, 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 Ruhe. Ja, Kinder, so kommt's also, dass unser Pumuckl nie rechnen und schreiben lernen wird. Die Schule ist halt nichts für Kobolde. Leider. Das wäre doch eine feine Ausrede für alle Kinder in der Schule. Der Pumuckl hat's getan. Ich kann überhaupt nichts dafür. Ja, am nächsten Tag ist der Pumuckl wieder in seiner Schaukel gesessen und hat wieder ungeheuer nachgedacht. Er hat überlegt, woher es kommt, dass er sich so oft langweilt und der Meister Eder nie. Und da ist ihm ein Licht aufgegangen. Das musste daran liegen, dass der Herr Eder eben Schreinermeister ist. Nun hätte ja wohl der Pumuckl dem Meister Eder hier und da durchaus etwas helfen können, aber helfen war nicht gerade das, was dem Pumuckl besonders unterhaltend vorkam. Und außerdem die ungeheure Gefahr, dadurch einem Heinzelmännchen ähnlich zu werden. Arbeiten, helfen, fleißig sein, das ist doch Heinzelmännchens Art. Oder war das mit Schreinern etwas anderes? Als der Meister Eder eine Schnaufpause einlegte, fragte deshalb der Pumuckl vorsichtig: Sag mal, gibt es eigentlich Schreinermeister Heinzelmännchen? Schreinermeister Heinzelmännchen? Schreinermeister Heinzelmännchen. Also, ich habe noch keine gesehen. Warum? Ja, weil ich eben auch noch keines gesehen habe. Ach, da brauchst du keine Angst haben. Da herin ist kein Heinzelmännchen. Ich habe ja auch gar keine Angst, dass da herin eins ist, sondern dass, also, weißt du, dass du vielleicht mich mit einem Heinzelmännchen verwechseln könntest. Na, die Gefahr besteht nicht. Schließlich arbeiten die ja. Ja, das ist es ja. Da kann unser Eins sich doch nicht genauso benehmen. Da muss sich ja ein Nachfahre der Klabautermänner ganz einfach tagelang langweilen, weil er ja sonst mit einem Heinzelmännchen Du wirst doch nicht behaupten, dass du gern was arbeiten würdest. Ich weiß nicht, ob ich das behaupten werde. Ich weiß bloß, dass es mir so langweilig ist. Schreinermeister, die langweilen sich wohl nie. Na,
Ich jedenfalls nicht. Das muss sehr schön sein. Meinst du, ich könnte auch ein bisschen ein Schreinermeister werden? Na ja, kannst ja mal probieren. Aber wenn du Schreiner werden möchtest, wirst du ums Arbeiten nicht rumkommen. Sonst kommt nie was Vernünftiges dabei raus. Also weißt du, alles darf dabei herauskommen, nur nichts Vernünftiges. Aber das ist ja gegen alle Koboldsgesetze, die es überhaupt gibt. Aber geht. Vernünftiges. Außerdem wäre es ja doch nichts für dich, weil du ja mit dem Leim umgehen können musst. Und weil es doch mit dem Leim so allerhand Koboldsgesetze gibt, nicht wahr? Ja, schon, aber man kann ja auch statt Leim kann man ja auch ganz viele Nägel nehmen. Ja, schon. Und weißt du, Nägel sind sowas Schönes. Ja, bloß treffen muss man's, wenn man drauf hat. Sonst haben man sich auf den Daumen. Aber nicht auf unsichtbare Daumen. Weißt du, ich schlage nur dann Nägel rein, wenn du wegschaust. Aha. Ja, und dann kann nämlich gar nichts passieren, weil ich dann so unsichtbar bin. Meinst du? Also, dann werde ich jetzt gleich ein Schreinermeister. Na, also dann, und du gibst mir jetzt bitte gleich Nägel und Holz. Und ich fange gleich, also wenn du wegschaust, fange ich gleich an zu meistern. Ich meine, zu schreinern. Ja, sagen wir zum Nageln. Zum Schreinern. Aber von mir aus, ob du allerdings die Kraft dazu hast. Ui, huhu. Ich habe ganz fürchterlich, ungeheuerlich Kraft. Ach. Also sicher habe ich nicht nur eine, sondern höchstwahrscheinlich habe ich sogar 17,30 Kraft. Ah, das werden wir ja sehen. 17,30 Kraft. So, pass auf, Pumuckl, da habe ich ein Holzbrettel. Ui, ja, das und ist das schön. Darfst du es mal probieren. Ja. Wart, einen kleinen Hammer habe ich auch. Ja, jetzt pass auf. Ui, also mit dem Hammerl ins Brettel die Nagel tut der Pumuckl reinschlagen. Schau mal her, ja. So hält man den Nagel. Ja, natürlich. Und so schlägt man drauf. Ja, natürlich. Und dann nochmal. Ja. Und nochmal. Jawohl. Und schon ist er drin. Ja. Jetzt probier's. So, jetzt pass auf. Also, so hält man den Nagel. Ja, so. Und so gibt es ein... Schau weg. Ich schau schon weg. So. Und so gibt es ein Schlagel. Du hast doch hergeschaut. Du hast hergeschielt. Ja, oh, entschuldige, Pumuckl. Unwillkürlich habe ich hingeschaut. Tut's weh. Tut gar nicht sehr weh. Wird gleich dem Nagel wehtun. Jawohl. Also jetzt noch mal. Also, so hält man den Nagel und so... Schau her! Ich habe den Nagel getroffen. Er steckt schon im Holz. Und dann noch mal... Und nochmal! Juhu! Der Nagel ist drin. Im Buch. Ja. Ah, du stellst dich gar nicht so dumm an. Nein. Mach nur weiter, sind ja Nägel genug da. Ja, 48 Nägel werde ich in dieses Brett und in dieses Brett und in dieses Brett. Nein, nichts da. Die werden nur in die Bretter geschlagen, die ich dir gebe. Jetzt übt sie erst mal ein bisschen, ja? Ja, ich übe. Ist mir schon kein bisschen mehr langweilig. Jetzt versuche ich mal ein Schreiner-Nagelmeisters-Gedicht zu singen. Beim Schlag auf den Nagel wird mir sehr behagel. Ich schlag alle Tage so lang, als ich magel, Nagel. Und bald wird's ein Kistel, kommt rein nix als Mistel. Oh. Und Pumuckl-Istel, der reinste Nagistel. Ach, ist das schön. Na ja. Pumuckl-Istel. Pumuckl. Na, sag einmal, ja, was bitte. Ist denn ein Nagistel? Das ist ja ein ganz neuer Beruf. Ja, Nagistler heißt es auch. Aber jetzt muss der Nagistel eine Zeit lang aufhören. Da kommt gerade ein Kunde über den Hof. Kannst ja nachher wieder weiter nageln, wenn der fort ist. Nein. Geh in die Küche rauf und iss was. Das Nageln macht ungeheuer hungrig. Nein, das Nageln macht überhaupt nicht hungrig. Aber gut, ich gehe jetzt trotzdem mal in die Küche rauf. Weil ich glaube, dass ein Stück Wurst auch gut ist, wenn man keinen Hunger hat. Aber lass den Hammer da, Pumuckl. Nein. Den Hammer da lassen. Nein, den kann ich nicht da lassen. Doch. Nein, ich brauche ja den Hammer jetzt immer und immer, weil er sehr gut ist gegen Langeweile und für Gedichte. Jawohl. Beim Schlag auf den Nagel. Grüß Gott, Herr Eva. Ja, grüß Gott. Windlechner ist mein Name. Ja. Herr Eder.
Sie, Herr Eder, Sie wurden mir vom Herrn Heinrich empfohlen als hervorragender Restaurator von alten Sachen. Naja, da hat er ein bisschen übertrieben, der Herr Heinrich. Ja, wissen Sie, ich habe da einen sehr schönen alten Schrank mit wunderbaren Beschlägen. So? Aber durch den Transport hat er etwas Schaden gelitten. Aha. Wissen Sie, die Beschläge müssen wir wieder richtig befestigen und wurmstickige Stellen müssen wir auch neu behandeln. Mhm, also eine Sache, für die man Fingerspitzengefühl braucht. Ja. Und da dachte ich, hab ich mir's doch gedacht, dass der da drum rumhämmert. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbrochen hab. Es ist bloß... Ja, ich verstehe, mich macht es auch nervös, wenn man über meinem Kopf herumhämmert. Also, ich dachte, Sie sollten sich das mal anschauen. Ja, ja, da muss ich wirklich gleich nachschauen. Ah, das ist zu freundlich, wenn Sie gleich mit mir kommen. Ich bring Sie mit dem Wagen hin. Ist gar nicht weit. Nein, nein, ich hab gemeint, ich muss schauen, auf was der rumhämmert. Wer? Der da droben. Herr Windlechner, ich komme vorbei und schaue mir's an. Geben Sie mir Ihre Adresse. Ja. Entschuldigen Sie mich jetzt, bitte schön. Ja, 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 bitte, aber sagen Sie mir doch noch schnell, wann Sie vorbeikommen. In einer halben Stunde vielleicht. Das wäre sehr schön. Ja, ja, in einer halben Stunde ist schon recht. Hier, da haben Sie meine Visitenkarte. Ja. Also ich warte auf Sie. Ja, 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 ist schon gut. Auf Wiedersehen, Herr Windlechner. Wiedersehen. Ja, bis gleich. Auf Wiedersehen. Humugel. Humugel. Das Himmel kommt Gott sei Dank aus der Küche und nicht aus der Stube. Und wir Himmel. Pumuckl! Pumuckl! Ja, bist du närrisch? Nein, ich bin nicht närrisch, ich bin schreinärrisch. Schau mal, wie schön dein Küchenstuhl ist. Du bist wohl total übergeschnappt. Oh. Haut mir der Nägel in den Stuhl sitzen. Ja. Ja, wo soll ich mich denn da hinsitzen? Ja, auf die Nägel! Die sind sehr schön und sehr bequem. Ja, wie der Stuhl ausschaut. Der Stuhl sieht nagelneu aus. Ja, ja. Also ich hab noch nie so was nagelneu genageltes gesehen. Ja, ich auch nicht. Und mir war kein bisschen langweilig so dabei. Oh, Nageln ist was so schön. Ach, dann kannst du jetzt auch noch lernen, mit der Beißzange umzugehen. Die Nägel müssen alle wieder raus. Nein, es müssen noch viel mehr Nägel hinein. Ja, was fällt dir denn ein? So viele, dass man auch wirklich bequem sitzt, weißt du? Nix da, alle werden rauszogen. Also dich kann man doch wirklich keine Sekunde allein lassen. Oh doch, das kann man schon. Nein, also am besten ist, ich nehme dich mit zum Herrn Windlechner, sonst habe ich keine ruhige Sekunde. Nein, ich will hierbleiben. Ich will, nein, nicht! Mein Hammer! Gib mir meinen Hammer! Nein! Du darfst mir meinen Hammer nicht wegnehmen! Nein, den kriegst du wieder, wenn wir zurückkommen. Ja, du wirst sehen, dass es beim Herrn Windlechner viele schöne Sachen gibt. Viele schöne Sachen gibt. Ja. Gibt's da vielleicht auch einen Hammer? Ja, vielleicht auch einen Hammer. Aha. Na gut, dann komm ich mit. Pumuckl, versprich mir, wenn du dort wirklich einen Hammer siehst, dass du dort nicht damit loshämmerst. Schau, du bringst mich nur in eine kräusliche Verlegenheit und wirf auch nichts runter. Also jetzt hör mal zu. Ja, nichts hämmern und nichts runterschmeißen und was sonst noch nichtiges. Mucksmäuserl still muss sein. Du meinst Muckskisterl still. Mucksmäuse mag ich nämlich überhaupt nicht. Gut, Mäuse, also dann von mir aus Muckskisterl still. Also ist das ausgemacht? Ja, also gut, dann bitte gehen wir schnell. Dann ja, kommen gehen wir auch schnell wieder nach Hause. Und dann nageln wir die kleine Kiste mit dem Deckel drauf, ja? Ja. Ja, ui, das wird schön. Ui. Der Pumuckl kam also, bequem in der Manteltasche sitzend, bei Windlechners an. Da allerdings musste er aus der Manteltasche raus, denn der Herr Windlechner bestand darauf, dass der Meister Eder den Mantel an die Garderobe hängte. So, Herr Eder, legen Sie doch bitte ab. Ja. Ja, das ist gemütlich. Ja, bitte schön. Ja, danke, darf ich Ihren Mantel nehmen? Ja, so. Meine Frau wird auch gleich kommen. So, das ist recht. So, und jetzt kommen Sie bitte schön rein. Ja, ist gut, ich bin so frei. So, da. Aha. Ja, das ist der Schrank. Ja. Ui, sehr schön ist er. Wirklich ein altes Stück. Ja, Sie sehen an dem kleinen Hämmerchen, das ich da liegen habe, dass ich schon selbst versucht habe, die winzigen Nägelchen wieder reinzukriegen. So. Aber das Holz ist schon zu, na, wie soll ich sagen, ausgeleiert, gell? Ja, mei, das ist eine Geduldsfrage. Geben Sie mir mal den kleinen Hammer her. Dort auf den Tisch habe ich ihn hingelegt. Auf den Tisch? Ach, da liegt er nicht. Wirklich? Da liegt keiner. Na, vielleicht ist er runtergefallen. Nein, runtergefallen ist er nicht. Oder schauen wir mal, ob der Hammer nicht vielleicht unter dem Sofa liegt oder unter dem Schrank. Aber Herr Eder, also kommen Sie, so zerstreut bin ich noch auch wieder nicht, dass ich den Hammer unter das Sofa lege. Aber Herr Eder, ja? Da aus Ihrer Rocktasche, da schaut ja der Stiel raus. Was? Da
da suchen wir alle zwei und sie haben da aber in der Tasche. Also sowas, also da schlagt's doch 13. Naja, das ist ja kein Beinbruch. Hauptsache, wir haben dann wieder. Also entschuldigen Sie vielmals. Aber bitte, bitte, das sind doch so Handwerkerangewohnheiten, gell? Sie sind es halt gewöhnt, Werkzeuge in die Tasche zu stecken. Und da geht es ganz im Unterbewussten. Ja, schon, aber... Das Unterbewusstsein soll sich nicht noch einmal erwischen lassen, dass es mir was in die Tasche steckt. Also, jetzt probieren wir es mal. Vielleicht kann ich es gleich richten. Mhm. Herr Windlechner? Ja? Haben Sie nicht auch eine kleine Zange? Ja, aber natürlich. Moment, ich hol sie gleich. Pumuckl, du hast doch versprochen, dass du brav bist. Ja, ich bin ja auch sehr brav. Nein. Also, ich habe mich in deine Tasche gesetzt und nichts gehämmert, nichts runtergeworfen. Und der Hammer in meiner Tasche? Ja, der Hammer, also den habe ich nur so, also zum näher anschauen, mit in die Tasche mitgenommen. So. Also, weißt du, anschauen ist ja nichts Böses, nicht wahr? Den hättest du auf dem Tisch auch anschauen können. Nein, aber nicht so von all den vielen Seiten, die aber so ein Hammer hat. Aber weißt du, ja, und ich bin ganz blöd da gestanden. Nein, du bist wie immer da gestanden. Und der Hammer, das ist ein sehr feiner Hammer. Also so einen Hammer, den könnten wir sehr gut gebrauchen. Und da steht ich und... könnten wir viele Nägel... So, also, ist das die richtige Zange, Herr Ehler? Ja, genau. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir ganz vorsichtig den Beschlag runterbringen. Der Meister Ehler arbeitete mit großem Fingerspitzengefühl, um ja nichts zu beschädigen. Der Herr Windlechner sah ihm interessiert dabei zu. Und dann kam unweigerlich der Augenblick, wo der Meister Eder wieder zu dem Hämmerchen greifen wollte. Er griff ins Leere. Herrschaft, Zeiten! Was ist, Herr Eder? Der Hammer ist wieder weg. Dabei habe ich gerade gesagt, dass ich... Vielleicht habe ich ihn aus Versehen wieder in Ihre Tasche gesteckt. Nein, da in der rechten Tasche ist nicht und in der linken auch nicht. Aber ich habe ihn aber bestimmt nicht gehabt. Ich habe ihn auch nicht raustragen oder sowas. Dann hat er ihn versteckt. Wer? Mein Unterbewusstsein. Also zum Kuckuck her mit dem Hammer. Also ich glaube, diesen Befehl müssen Sie an sich selber richten, Herr Eder. Ihre hintere Hosentasche macht einen verdächtig ausgebeulten Eindruck, wie ich eben bemerke. Nein, also das darf nicht wahr sein. Wirklich in der hinteren Hosentasche. Also wenn Sie sich nicht gebückt hätten, ja? Hätte ich es gar nicht gemerkt. Aber so hat's unter Ihrer Jacke rausgeschaut. Also jetzt stehe ich sauber da. Sie müssen ja meinen, ich will Ihren Hammer mitnehmen. Also das ist mir jetzt so peinlich. Aber Herr Eder, ich bitte Sie, schließlich ist ein Hammer ja kein Wertobjekt. Trotzdem. Also sowas... Also so schlimm ist es auch wieder. Ja, und ob das schlimm ist, ich könnte Ihnen ja eine Geschichte erzählen, die das alles erklären würde. Aber dann hielten Sie mich ja für verrückt. Aber passen Sie auf, Herr Windlechner, machen wir was anderes. Haben Sie Sicherheitsnadeln da? Ja, schon, aber wozu? Ja, ich meine, ganz einfach, da stecke ich alle meine Taschen zu, wenn Sie ein bisschen große Sicherheitsnadel hätten, die man nicht so leicht aufbringt. Ja, aber Herr Eder... Nein, ich will grundsätzlich verhindern, dass irgendetwas in meine Tasche hineinkommt. Aus erzieherischen Gründen, verstehen Sie? Nein, eigentlich nicht, aber ich meine, wenn Sie meinen, dann rufe ich meine Frau, die hat in ihrem Nähzeug genug Sicherheitsnadeln. Ja, bitte. Die wird nicht wenig lachen. Über ihre Art Selbsterziehung. Die Frau Windlechner musste wirklich lachen und der Meister Eder lachte mit, weil es ihm als das Beste schien, die Sache ein bisschen ins Komische zu ziehen. Und dann arbeitete er mit zugesteckten Taschen weiter. Der Pumuckl aber lachte nicht. Ihm einfach die Taschen zu versperren, das fand er gar nicht lustig. Aber gab es nicht noch mehr Taschen? Hing da nicht im Flur noch Meister Eders Mantel? Mit großen Manteltaschen? Na, da wollte es der Pumuckl aber dem Meister Eder zeigen, dass die albernen Sicherheitsnadeln gar nichts gegen die Schlauheit eines Kobolds ausrichten können. Er musste nur warten, bis der Meister Eder ganz mit der Arbeit fertig war. So, Dalla, das hätten wir. Ja, sehr schön. Die Beschläge nehme ich mit. Die müssen gesäubert und hergerichtet werden. Und für das wurmstichige Holz drunter bringe ich was mit, wenn ich nächste Woche komme. Ja, das ist gut. Und nachher machen wir die Beschläge wieder drauf. Ah, da bin ich aber sehr froh, Herr Eder. Und die Sicherheitsnadeln, die können wir ja jetzt auch wieder aus Ihren Taschen entfernen, gell? Nein, die bringe ich Ihnen das nächste Mal zurück.
Nicht, dass noch in der allerletzten Sekunde Ihr Hammer verschwindet. Ach, ja, Sie misstrauen sich aber sehr. Ja, mit gutem Grund, Herr Windlechner, mit gutem Grund. Also dann, Herr Windlechner, bis in 8 Tagen. Ja, sehr schön. Und kommen Sie, vergessen Sie Ihren Mantel nicht. Ja, ja, also auf Wiedersehen, Herr Windlechner. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Als der Meister Eder gegangen war, kehrte die Frau Windlechner die Spuren seiner Arbeit weg und wollte dann das Werkzeug aufräumen. Suche ich manchmal Freude, Fritz? Ja. Du, sag mal, Fritz, hast du die Zange und den Hammer schon aufgeräumt? Nein. Na, wo hat die denn der Herr Eder hingelegt? Alle, ich glaub, da neben der Schrank. Im Schrank? Nee, keine Spur. Ach, dann hat er sie vielleicht, du, vielleicht draußen, im Flur? Im Flur? Warte mal. Nein, nein, da liegt auch nichts. Halt, sag mal, das gibt's doch wohl nicht. Er hat sich doch alle Taschen zugesteckt. Ein merkwürdiges Benehmen zwar. Also weißt du, ganz geheuer war mir dieser Herr Eder nicht. Er macht doch so einen ehrlichen Eindruck. Er ist ein sehr sympathischer Mann. Na, schon, aber... Aber vielleicht ist er einfach krank. Du verstehst, Es gibt Menschen, die die krankhafte Sucht haben zu stehlen. Ja, ja. Die können nicht anders. Die wehren sich selber dagegen, aber sie können einfach nicht anders. Kleptomanie nennt man das. Mein Gott, Jutta, du hast recht. Drum auch die Sicherheitsnadelschicht. Er wollte sich selber dran hindern, das Werkzeug zu stehlen. Und dann hat er es trotzdem in die Manteltasche gesteckt. Das ist ein Kleptomane. Oh Gott, mir wird ganz zweierlei. Ein Verrückter in unserer Wohnung. Das ist ja furchtbar. Also weißt du, dass der Herr Heinrich den Mann empfohlen hat... Also wie kann man nur jemanden empfehlen, der solch eine Veranlagung hat? Reg dich doch nicht so auf. Aber sag nur, was machen wir, wenn der Herr Eder mit den Beschlägen wieder zurückkommt? Alles unter Verschluss halten. Das ist ja schrecklich. Ach, ich rufe sofort Herrn Heinrich an, auf der Stelle. Diesen Herrn Eder, so leid er mir tut, darf er nie mehr empfehlen. Und schon griff die Frau Windlechner zum Telefon. Auch der Herr Heinrich war äußerst bestürzt. Aber noch jemand anderem stand es bevor, bestürzt zu sein. Als der Meister Eder nämlich zu Hause den Mantel auszog, hüpfte der Pumuckl aus der Tasche und hielt triumphierend Hammer und Zange in seinen Händen. Edge! Sicherheitsnadeln nützen gar nichts. Warum? Pumuckl ist schlauer als alle. Und was? Jetzt kann ich erst richtiger Schreinermeister werden, weil ich eigene kleine Zange und eigenen kleinen... Na. Das ist doch nicht wahr. Jawohl. Ja, das ist doch... Jawohl, das ist schon wahr. Ja, bist du denn wahnsinnig? Ja, hast denn du überhaupt keinen Verstand? Hast denn du nicht gemerkt, in was für einer Verlegenheit ich sowieso schon war? Ich war auch in einer Verlegenheit, wenn man mir alle Taschen zusperrt und wenn man mir überhaupt kein bisschen Vergnügen gönnt. Hier durfte ich schon keine Nägel in den Stuhl schlagen. Und, nein. Und dort darf ich nicht mal Hammer anschauen und überhaupt darf ich nie was. Und ich hab... Jetzt darf ich sicher auch keine Kiste machen. Nein, die darfst du nicht machen. Obwohl ich so einen schönen Hammer habe. Und Schreinermeister darf ich auch nicht werden. Nein, jetzt darfst nur eines. Das wieder in Ordnung bringen. Das Zeug muss zurückgebracht werden. Dann gib es doch zurück und den Pumuckl auch gleich. Ja, gern, wenn ich wüsste, wann und wem. Ich will aber hier bleiben. Und ich will sogar Schreinerhelfermeister werden. Wie ein Einzelmensch. Spar dir deine Versprechungen. Davon habe ich nichts. Jetzt gibt's nur eins. Du bringst das wieder in Ordnung. Du bringst das zurück, denn du hast es auch mitgenommen. Ich? Ja, du. Ich kann doch nicht hingehen und sagen, hier ist der Hammer wieder. Doch, das kannst du. Und weil die Leute mich nicht sehen können, schwebt dann der Hammer ins Zimmer. Also die sterben ja vor Schreck. Du kannst ja das Werkzeug aufs Fensterbrett legen. Wird schon ein Fenster offen sein. Ja, das ist doch im ersten Stock. Ich kann doch nicht mit Hammer und Zange in der Hand in den ersten Stock klettern. Ja, dann binde ich dir das um den Bauch. Aber dann sehen doch die Leute den Hammer klettern und die Zange und fangen mich und den Hammer ja, und die Zange. Nichts, und dann macht überhaupt nichts. Niemand was. Also da fürchte ich mich aber fürchterlich. Also hör gut zu, Pumuckl.
Entweder du bringst das in Ordnung oder... Oder? Ach, nix oder. Strafen nützt ja nichts bei dir. Gescheiter kann ein Kobold nicht werden. Ach, das ist hoffnungslos. Du sollst sowas nicht so traurig sagen. Das Gutsein und das Reden, alles nützt nichts. Und wenn es doch was nützt? Nein. Also wenn es dunkel wird, so mache, wie du es gesagt hast. Na ja, dann wollen wir weiterreden. Ob ihr es glaubt oder nicht, der Pumuckl ist in den ersten Stock geklettert und hat den Hammer und die Zange säuberlich durch ein offenes Fenster in die Wohnung von Windlechners gelegt. Und jetzt war es die Frau Windlechner, die sich schämte. Fritz? Ja? Da ist das Werkzeug, ja, auf dem Fenstersims. Och, und da hat keiner von uns hingeschaut. Tatsächlich. Ah, das ist mir aber jetzt peinlich, so den guten Herrn Eder zu verdächtigen. Ja, ich hab das ja gleich gesagt. Ja, ein Kleptomane, nein, ist mir das peinlich. Als der Meister Eder nach 8 Tagen wiederkam, strömte das Ehepaar über vor Liebenswürdigkeit. Keiner sprach mehr von Sicherheitsnadeln, auch der Herr Eder nicht. Und nicht das Geringste verschwand, und das, obwohl der Pumuckl wieder dabei war. Er wollte nämlich beweisen, dass er dazulernen kann. Und noch was wollte er. Aber das sagte er erst, als der Meister Eder mit seinem Pumuckl wieder zu Hause war. Jetzt habe ich nicht nur nichts weggetan, sondern sogar eine Schraube, die du selbst runtergeworfen hast, habe ich wieder auf den Tisch gelegt. Mhm. Das war nett von dir. Siehst du, ich habe doch was gelernt, oder? So, dir aber ungern wieder Werkzeug in die Hände. Und wenn du das Werkzeug selber in die Hände nimmst und mir eine feine kleine Kiste machst, in die ich dann vielleicht eine kleine Zange lege. Eine Zange? Ja. Wozu denn das? Damit ich Nägel herausziehen lerne. Für den Fall, dass ein Nagel einfach von selber so frech ist und sich in ein Holz hineinschlägt. Das glaube ich aber kaum, dass das ein Nagel tut. Da kennst du aber die Nägel schlecht. Meinst? Oh, weißt du, ich glaube es ja eigentlich auch nicht. Aber, ja, aber wenn mir wieder einmal sehr langweilig ist, dann kann ich ja die Zange nehmen und so einen Nagel suchen. Lieber nicht. Oh, wir können ja auch was anderes reintun, nicht? So? Ja. Ich weiß, was wir drauf tun, das weiß ich. Ja, was tun wir denn drauf? Wir tun ein Schild drauf und ein auf Schild? Das Schild schreibst du Schreinermeister Pumuckl. Mhm. Und das schaue ich mir dann immer an, wenn es mir langweilig wird. Nun ja, das ist ungefährlich. Das können wir ja machen. Ja, und weißt du, und später, also ganz, ganz, ganz viel, viel später. Nicht? Was ist da? Also, wenn du diese Geschichte mal vergessen hast, dann werde ich da vielleicht mal ein Schreiner-Kleinmeister. Huh? Ja, wenn ich's vergessen habe. Aber das dauert noch eine Weile, Pumuckl. Ja, das macht nichts. Ich kann warten. Nun, bis jetzt hat es der Meister Eder noch nicht vergessen. Aber das Kisterl hat er gemeinsam mit dem Pumuckl geschreinert. Übrigens, falls sich jemand in letzter Zeit an einem herausstehenden Nagel ein Loch in die Hose gerissen haben sollte, der Pumuckl kann nichts dafür. Er hat nämlich seit dieser Geschichte keine Nägel mehr in Stühle geschlagen, auch nicht in Bänke, höchstens in seine kleine Kiste. Und daran kann niemand mit der Hose hängen bleiben.